Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, in der letzten Folge, die Sarah wollte ja was von uns. Hier, Sarah. Du wolltest ja was von uns. Unfassbar, dass ich wirklich hier bin. Das ist wie ein Traum. Bleib einfach dicht bei mir, dann ist alles gut. Du schaffst das, Sarah. Ich glaube, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Okay, also, ich muss mich kurz orientieren. Ja, okay, ja, mach das. Das sieht richtig aus. Diese Felsformationen kommen mir bekannt vor. Mein altes Lager ist nicht weit weg von hier. Ich bin bereit, wenn du es bist. Wir sind noch nicht mal aus dem Schiff raus und sie sieht von Felsformationen, okay. Egal, was wir hier entdecken, ich bin auf deiner Seite. Komm, sagen wir das mal. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Wenn wir das Lager finden, nehmen wir das als Startpunkt, um die Absturzstelle des Crew-Shuttles zu suchen. Also los. Begib dich zu Sarahs altem Lager. Okay, jetzt bin ich gespannt, was wir hier entdecken, was wir finden. Und wie groß diese Quest jetzt ist, also mit Sarah, bin ich auch sehr, sehr neugierig. Bin sehr gespannt, was da jetzt alles auf uns zukommt. Aktiviere deinen Handscanner. Hier kannst du so einiges katalogisieren. Ah, okay. Wir können hier so rumlaufen, ohne Dings. Ohne Helm. Sarah? Sarah? Ah, jetzt kommt sie. Okay. Das. Kommt hier noch was? Oder. Oder war das jetzt mein Schiff? Ja, aber. Der Planet ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Sieht cool aus. Da unten haben wir schon. Das sehe ich schon. Flora, Fauna gibt es hier. Ressourcen gibt es 6. Boah, hier würde ich aber auch gerne eigentlich eine Base haben wollen. Es sieht sehr cool aus. So, da haben wir schon mal 2 Ressourcen. Nickel und Kupfer. Schon mal 2 Ressourcen, nice. Erwirbt die Kraft auf Eridani 5, müssen wir auch noch machen. Warte mal. Eridani 5? Ne, das ist alles Cassiopeia. Okay, wo ist Eridani jetzt? Ich finde schon krass, dass wir hier schon fast überall eigentlich waren. Also zumindest hier auf der Seite. Na, okay, nicht ganz. Hier unten und da hinten fehlt auch noch eins. So. Wir müssen eigentlich mal alle besuchen hier. Habe ich vor. Das wird wahrscheinlich das längste Let's Play, was ich hier machen werde. Auf YouTube. Da haben wir schon mal das erste Tier. Sarahs Absturzstelle. Also hier ist Sarah gelandet. In Anführungszeichen gelandet. Sieht so aus, als könnte man hier noch ein paar Sachen looten. Positronenbatterie. Viele Sachen, wo ich keine Ahnung habe, was das überhaupt ist. Sarah? Hier ist es.
Hier habe ich fast ein Jahr lang darauf gewartet, dass mich jemand rettet. Nicht gerade Paradiso, oder? Nee, da waren wir ja schon. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es gewesen sein muss. Selbst das beste Hotel von New Atlantis kann es hiermit nicht aufnehmen. Ich bin stolz auf dich, wie gut du mit der Sache klarkommst, Sir. Du hast es nur geschafft, den Absturz heil zu überstehen. Paradiso? Ich bin stolz auf dich. Ach ja? Tja, innerlich bin ich ein Wrack. Wir stehen also beide dumm da. Schau dir das mal an. Rostet hier seit fast 10 Jahren vor sich hin. Ich glaube, wir brauchen eine Notenergiezelle, um den Schiffscomputer wieder hochzufahren. Hier muss irgendwo eine sein. Ich habe meine Notenergiezelle zu Hause in meinem anderen Raumanzug finden. Hat unser Schiff nicht eine ähnliche Vorrichtung an Bord? Klar, wir haben jede Menge Energiezellen an Bord. Aber keine vom UC-Militärstandard. Die würden nicht passen. Wir müssen wohl ein bisschen wühlen gehen. Kann die Zelle das komplette Schiff antreiben? Nein, leider nicht. Sie wurde entworfen, um Einzelsysteme zu versorgen. Und selbst wenn, mein altes Shuttle wäre sowieso viel zu beschädigt. Okay, dann hier muss irgendwo eine sein. Mit viel Glück. Als ich hier gestrandet bin, habe ich eine Notrufbarke mit Notenergiezellen angetrieben. Die Barke war da oben auf dem Plateau. Wir müssen wohl ein bisschen klettern. Das müssen Trümmer von meinem Shuttle sein. War nicht gerade eine Bilderbuchlandung. Aber es ging nicht anders. Okay, gut, dann gehen wir mal da hoch. Ich bin sehr neugierig. Vor allem, es sieht schon sehr, sehr geil aus hier auf jeden Fall. Hier unten würde ich gerne wirklich mal eine Basis bauen, aber ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr gibt. Was ist denn das für einer? Was Nützliches muss es hier doch geben. Das ist ein Graser. Sie zieht schon ihre Waffen, okay. So, was haben... Ich würde hier wirklich sehr gerne Basis bauen wollen. Flur haben wir auch schon gefunden, okay. Und Kobalt. Okay. So, das brauchen wir. Graviplatte. Oh ja, komm, nehmen wir mit. Autsch. Alles klar. Was nehmen wir? Das Commanders hier. Stufe 25. Sarah? Kann ich helfen? Heilen? Du musst nur fragen. Wo sind die Viecher hin? So, Trauma Pack. Nutze ich auch mal. Wo sind die Viecher hin? So. Komm, kaputt machen. Fand ich jetzt weniger schön, dass sie auf einmal so das wird böse für dich enden. Überraschend angreifen hier. Noch ein Punkt für mich. So nice. Du bist tot. Nö, sterben nicht, aber die Viecher kaputt machen. Ha, du bist lächerlich.
So, wo ist das Viech hin? Da haben wir nochmal zwei von denen, okay. Autsch. Steinwandler einfach. Unglaublich. Ey, lass. Komm nur her. Alter. Lass Sarah am Leben. Verdammt. So. Nein, ich komme nicht mehr hoch. So, wo ist der andere hin? Also diese Steinwandler hier einfach rumlaufen. Weg, 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 weg. Alter. Autsch. Au. So, den haben wir auch noch. So, da waren aber noch zwei. Wo sind die hin? Oder hat Sarah einen jetzt gekillt? Da höre ich den. Ja, komm hier hoch. Sieh zu, dass du hier hochkommst. So, wo ist das Viech hin? Da. Stufe 40, was? Boah, ich dachte schon, ich falle hier runter. Habe ich nicht vielleicht irgendwie... Der hier müsste doch gut genug sein dafür, oder? So, den haben wir. So, Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Weg! Alter, ich dachte schon. Dieser Körperteil sollte zu gebrauchen sein. Das war jetzt ein bisschen heftig. Gegen den, okay. So, wieder ganz normal auf den hier. Alter, wat ein Kampf. So, immerhin. Überstanden. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein weiterer. Ah, die Graser. Normalerweise sind, glaube ich, die hier die Beute. Ne? Da sehe ich noch einen. Die lassen wir mal in Ruhe. Ich würde jetzt Oh nein. Warte mal. Autsch. So, ich brauche einen Plan, wie ich die, die hier sind. Die da rumlungern. Loswerden kann, ohne dass die jetzt viel gegen mich hier draufhauen, sag ich jetzt mal. So, nochmal kurz den Boost aufladen und dann. Wir haben da vorne einen. Obwohl, hier könnte es vielleicht sogar noch klappen.
Also ich hoffe, die kommen hier nicht hoch. Das sind aber heftige Viecher. Kommt nur her! Okay, den haben wir. Der ergreift die Flucht. Hab ich einen Scharfschützen? Die sind wohl abgehauen. So, den mache ich jetzt fertig. Also, ein paar Mal treffe ich den wohl. Aber ich sehe seine Lebensanzeige jetzt nicht. Come on. So, komm. Die Muni ist gleich leer. Alter, wie viel Leben hat er? Wie lange soll ich noch gegen den ballern und Kritz? Zählt er jetzt als tot oder nicht? Mache ich überhaupt Schaden bei dem? Wo ist er hin? Komm! Alter! Geh weg! Stirb doch einfach! Ja! Okay, nice. Haben wir geschafft. Und überstanden. Okay, ab in die Kabine. Oh. So, Energiezelle rein. So, was haben wir denn da? Nee, so. Wie lassen wir das Licht an? Das ist ihre Rettungskapsel gewesen. Okay. Wenigstens hat sich hier noch Muni dagelassen. Und sterile Nanoröhrchen, nice. Das brauchen wir auch. Versperrt, okay, da komme ich nicht rein. Nova Galactic Handbuch. Okay. Energienotfallsystem. Telemetriedaten. Sprich mit Sarah. Sarah's, Sarah Monks persönliches Logbücher. Vor 2 Tagen bin ich auf Cassiopeia 1 Bruch gelandet. Ich werde immer wieder bewusstlos, aber ich konnte die Schmerzen immer mit Notfallmedikamenten in Schach halten. Meine Selbstuntersuchung hat 3 angeknackste Rippen, einen gebrochenen Unterarm, eine schwache Gehirnerschütterung, mutmaßlich innere Verletzungen und verdammt viele Blutergüsse ergeben. Ich versuche die Zähne zusammenzubeißen, aber letztendlich dürfen mich meine Wunden nicht davon abhalten, Shuttle 2 zu finden. Für morgen habe ich mir vorgenommen, meine Umgebung auszukundschaften und eine Anhöhe für mein Notsignal zu finden. Mit ein bisschen Glück sind in der Umlaufbahn immer noch ein paar Schiffe, die mein Signal empfangen. Fürs Erste werde ich mich aber ausruhen, ein paar Rationen essen und beten, dass das andere Shuttle nicht allzu weit entfernt ist. Mit Hilfe der Telemetriedaten und Geomapping-Werte, die ich auf meiner Slate hatte, konnte ich die genaue Abschlussstelle von Shuttle 2 bestimmen. Leider liegt sie wohl mehrere tausend Kilometer von meiner Position entfernt. Ich komme also unmöglich zu Fuß dorthin. Selbst wenn der Planet gastfreundlich und das Terrain begehbar wäre, wäre ich der Reise körperlich nicht gewachsen. Außerdem sind mein Notsignal und meine Vorräte hier an dieser Abschlussstelle und ich möchte nichts davon zurücklassen. Ich fürchte, dass meine Mannschaft auf sich allein gestellt ist. Ich kann nur beten, dass alle in Sicherheit sind. Ich bin nun knapp einen Monat lang hier und habe nun nur noch 3 Energiezellen übrig.
Wenn sie mir noch eine Weile reichen sollen, muss ich sie vom Schiffscomputer trennen. Was bedeutet, dass ich nicht mehr auf meinen Computer und meinen Kurzstreckentransmitter zugreifen kann. Wenn Shuttle 2 versucht, mich zu erreichen, kriegen sie also keine Antwort. Das ist eine schreckliche Entscheidung. Aber wenn mich Shuttle 2 bisher nicht kontaktiert hat, wird es wahrscheinlich ohnehin nicht mehr passieren. Ich weiß nicht, ob einfach nur ihr Kommunikationssystem beschädigt ist oder ob sie sich von der Abschlussstelle entfernt haben. Oder ob sie überhaupt noch leben. Hoffentlich kann ich mein Notsignal weiterlaufen lassen, bis mich jemand findet und die anderen dann aus der Luft suchen. Wir haben die andere Absturzstelle gefunden. Unser Plan hat wirklich funktioniert. Tja, du hast dir die richtige Begleitung gesucht. Das hast du dir selbst zu verdanken, Sarah. Wir sollten erst feiern, wenn wir die Position final bestätigt haben. Ja, du hast vermutlich recht. Laut Telemetriedaten ist das Wrack zu weit weg für einen Fußmarsch. Wir müssen wieder zurück zum Schiff und auf einem anderen Teil des Planeten landen. Dann mal los. Okay. Machen wir uns mal auf den Weg. Vor allem, ich finde das eigentlich gerade sehr, sehr spannend. Hier mit Sarah. Und diesen Wüstenplaneten hier. Ich mag jetzt nur nicht diese Steinviecher. Die scheinen mir doch ein bisschen zu brutal zu sein, sag ich jetzt mal. Aber wenigstens gibt es hier Sauerstoff. So. Dann gehen wir mal da drauf. Was? Jetzt greifen die auch noch an. Von wo kommen die? Jetzt ernsthaft? Alter, was? Was sind das denn für Handgranaten, Alter? Jetzt ernsthaft, von wo kommen die denn jetzt? Sind das Aliens oder sind das Menschen? Auf jeden Fall die Sternblüter. Vor allem, wie es aussieht, kann man die nicht mal looten. Hier. Eine Quantum-Essenz habe ich erhalten. War hier nicht noch einer? Hä? Ne, jetzt ernsthaft, von wo haben die jetzt angegriffen? Warum haben die mich jetzt angegriffen? Was wollen die von mir? Ich verstehe das nicht mit denen. Also, ich möchte es gerne verstehen. So, direkt aber auf dem Cockpit. Sarah's Quest hat jetzt aber nichts mit denen zu tun, oder? Bringen wir den Vogel ins All. Von hier oben sieht es so friedlich aus. So. Da müssen wir hin. Jetzt bin ich gespannt, wie es dort aussieht und was für Tiere uns da angreifen. Oder ob wieder die Sternblüter unterwegs sind. Wir landen. Ah, wie geil. Hier sieht aber auch geil aus.
Hier sieht es aber auch richtig geil aus. Hier schon ein bisschen grünlicher. So. Genau, da müssen wir lang. Okay. Ja, machen wir vielleicht mal so. Wenn wir hier schon durch eine Höhle gehen müssen. Alter, wie geil. Wäre ich unter angenehmeren Umständen hier gelandet, hätte ich die Schönheit dieses Planeten mehr zu schätzen gewusst. Okay, hier sind die bisschen leichter, glaube ich, die Viecher. Hier ein Spross. Nehme ich mal mit. Aber hier ist es auch richtig schön. Bin ein bisschen sprachlos, was für schöne Welten ein Liebefester hier immer wieder raushaut. Was haben wir denn da? Eine Weltraumschabe. Das ist ein Graser. Vielleicht erfahren wir so, wo das nächste Restaurant liegt. Welches nächste Restaurant? Oh, Stufe 10, okay. Vom Hirnspross. Ach, da ist noch einer. No, jetzt Stufe 20, okay. So, die wollen wir auch noch scannen. Klingt aber auch süß. Da muss ich lang. Muss ich schwimmen? Durchs Wasser laufen? Ich habe das Gefühl, hier werde ich jetzt gleich nochmal angegriffen. Ah. Und Stufe 10. Aber wenigstens geben die Materialien. Apropos Materialien, da muss ich auch langsam wieder wirklich was sammeln. Mann zufolge erlitt das Shuttle der Crew deutlich mehr Schaden als meins. Ach, die armen Seelen. Okay, wir sind immerhin... Das sind die Überreste des Crew-Shuttles. Aber es sieht aus, als wären Teile ausgebaut und weggeschleppt worden. Gab es vielleicht Überlebende? Wäre sogar gut möglich, so wie das, wenn da Teile ausgebaut wurden. Ich würde das da mitnehmen wollen. Hallo. Oh, was haben wir denn da? Apollo Feuerblatt. So, hier geht's weiter. Oh, jetzt kommt, sie haben sich hier eine neue Zivilisation gebaut. Das wär's. Wir haben versucht, zumindest hier zu überleben. Ein Unterstand und ein brennendes Feuer. Ist hier tatsächlich noch jemand am Leben? Wo, warte, wo ist das brennende Feuer? Hier ist ein Feuer oder eine Feuerstelle, aber ein brennendes. Hier wird was angebaut.
Hier hinten gibt's nichts mehr. Okay, gehen wir hoch. So, jetzt will ich's wissen, von ihrer alten Crew, ob da noch jemand lebt. Shuttle-Hauptkabine. Halt! Ich schieße, wenn es sein muss. Dreht einfach um und verschwindet! Ich kann mit dem Ding hier umgehen! Oh mein Gott! Wer bist du? Niemand! Geht einfach weg! Ich lass mir nicht schon wieder meine Sachen klauen. Keine Chance. Geht weg! Beide! Wir wollen ja nichts tun. Waffe weg, bevor du noch jemanden verlässt. Was meinst du mit schon wieder meine Sachen klauen? Hey, ich bin nicht blöd. Die letzten Leute hier wollten auch nur helfen. Am Ende haben sie mich reingelegt, all meine guten Sachen geklaut und mich zurückgelassen. Das lasse ich nicht nochmal mit mir machen. Wir wollen nur ein paar Antworten haben, mehr nicht. Wir wollen dir nichts tun. Klar. Ihr wollt mich nur reinlegen. Nein. Ich lass mich nicht nochmal reinlegen. Vergiss es! Es reicht. Leg die Waffe weg und rede mit uns. Wir wollen wissen, was hier passiert ist. Siehst du? Du bist überhaupt nicht nett. Ich wusste es. Erwachsene lügen einen ständig an. Sarah, hör auf. Sie ist noch ein Kind und du regst sie auf. Tut mir leid. Weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich habe überreagiert. Man sieht ihre Polygone. Und wir lügen dich nicht an. Versprochen. Ich weiß nicht. Ich traue euch nicht. Warum sollte ich euch zuhören? Wir wollen die Crew ehren, die auf diesem Planeten gestorben ist. Die Crew? Nach der Crew hat schon vor meiner Geburt niemand mehr gesucht. Also los, erzählt mir eine andere Lüge. Du bist hier geboren? Moment. Oh mein Gott. Deine Eltern, deine Mutter und dein Vater. Wie hießen die? Jenna und Elias. Warum? Jenna und Elias? Private Jenna Marsh und Corporal Elias Obrist? Du bist ihre Tochter? Hör mir zu. Ich kannte deine Eltern. Sie waren mit mir auf der Dauntless. Ich bin Commander Sarah Morgan. Du bist Sarah Morgan? Mom und Dad's Captain? Meine Eltern haben ständig von dir geredet. Es ist wie ein Traum, dich endlich kennenzulernen. Wenn deine Eltern hier sind, würde ich sie gerne kennenlernen. Sarah und ich sind froh, dich gefunden zu haben. Was haben dir deine Eltern über Sarah erzählt? Weißt du, wo du gerade bist? Sarah und ich sind froh, dich gefunden zu haben. Ach ja? Tja, ich wünschte, ihr wärt früher gekommen. Meine Eltern sind tot. Mein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben und Mom wurde von einem dieser Monster beim Friedhof getötet. Ich bin als Einzige übrig. Allein. Darf ich dich etwas fragen? Ich weiß nicht einmal, wie du heißt. Oh, ja. Ich heiße Sona. Sona? Ein schöner Name. Sona, du hast einen Friedhof erwähnt. Wurde da die Crew? Du weißt schon. Begraben? Ja. Ist ein Haufen Steine mit den Halsketten, die auch meine Mom und mein Dad hatten. Danke, Sona. Wir müssen kurz was besprechen und kommen gleich wieder, okay? Okay, Sarah. Mir ist jetzt aber ein bisschen gestört, hier die ganze Zeit diese Polygone von ihr zu sehen. Die Quads und teilweise waren da auch Tries. Sieht man immer noch. Wo soll ich bloß anfangen? So, ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie du dich gerade fühlen musst, würde ich mal sagen. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet. Ich muss viel verarbeiten. Aber dazu habe ich jetzt einfach keine Zeit. Wenn du helfen willst,
Dann such den Friedhof und bring mir diese Ketten, die Sona erwähnt hat. Ich hoffe, das sind die Genmarken meiner Crew. Ich mach mich gleich auf den Weg. Ich sollte dich nicht allein machen. Das ist eine Genmarke. Ich mach mich gleich auf den Weg. Gut, aber sei vorsichtig. Sonas Monster sind zweifellos gefährliche Lebensformen, die den Friedhof zu ihrem Territorium auserkoren haben. Hm, 10 Genmarken? Oh, Constellation Guide 3. Spielercharakter verbraucht bei überschrittener Trankkapazität dauerhaft 15% weniger. Nice. Und Sona? Ich bin gerade ein bisschen auch, Hapla, sorry. Ich wollte ihn nicht schubsen. Und sie hat hier bisher alleine geschafft zu überleben? Respekt. Respekt für die Kleine auf jeden Fall. Ah, warte mal. Das ist jetzt neu, oder? Die gehen jetzt aus dem Weg. Wenn ich an denen vorbeilaufen will. Die stehen nicht mehr im Weg. Also wenn die schon im Weg rumstehen, dann lassen die mich auf jeden Fall vorbei. So, okay. Auf zum Friedhof. Autsch. Okay, die Richtung auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, werden wir überstehen gegen diese Viecher? Ich hoffe mal ja. So, habe ich dafür noch genug? Ja, könnte gehen. Der ist hier jetzt. Feindlich oder freundlich? Die plündern halt. Sauber, wie ich treffe. Nice. Ja, natürlich. Ey, ich wollte denen nichts Böses, ja? Zumindest noch nichts, aber ich glaube, das hat was mit denen zu tun. Alter, wie schnell sind die denn? Immerhin haben die Angst. Nur doof, dass ich in dessen Richtung gehen muss. Abschussstelle der Dauntless Crew. Da haben wir den schon wieder. Irgendwas wackelt hier. Irgendwas erschüttert die Erde. So, Genmark der Dauntless Crew. Nicht mal einen Namen drauf. Oh, das finde ich jetzt doof. Ich hätte jetzt wenigstens... Ich hätte jetzt gehofft, dass da zumindest die Namen mit drauf sind.
Das wäre echt schön gewesen. Wenigstens haben die Blumen bekommen. Ein Lepisma. Warte, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, der hat mich jetzt erwischt oder gesehen, sagen wir so. Der hat mich im Visier. Okay, komm. Ein großer Lepisma, kommen wir hin, oder? Von hier oben sind wir eh sicher. Der hatte einen gefressen. Stimmt, der hatte einen gefressen gehabt. Okay. So, dann gehen wir mal schnell wieder zurück. So, wo ist er hin? Kann ich den abbauen? Alter. Haut er mit dem Schwanz drauf? Oh, no, okay. Autsch. Nein, das wollte ich nicht. So, aber jetzt können wir zurück zu... So klingelt mein Wecker immer so viel. So. Und runter. Ah, der schon wieder. Will der noch Stress oder lässt er mich in Ruhe? So, haben wir den auch erledigt. Aber der Friedhof war schon ein bisschen weit weg, sagen wir so. So, wie sieht jetzt aus mit Sarah und Sona? Okay, die... Bitte beruhige dich und hör mir zu. Allein ist es hier viel zu gefährlich, Kleines. Mir egal. Das ist mein Zuhause. Du kannst mich nicht zwingen. Wir können sie nicht allein hier lassen. Sie muss mit uns zurück nach Jamison. Ich bin ratlos. Kannst du mal mit ihr reden?
Sehe ich auch so, aber wir können sie nicht zum Mitkommen zwingen. Sie hat sich ganz gut ohne Hilfe durchgeschlagen. Das sollte Sona entscheiden, nicht du. Ich weiß, ich schlage ja nicht vor, dass wir sie bewusstlos schlagen. Hör mal, vielleicht kannst du sie ja zur Vernunft bringen, damit sie sich entscheidet. Ich... Tut mir leid, ich kann nicht. Ich höre doch, dass ihr über mich redet. Und es ist mir egal, was ihr sagt. Ich gehe hier nicht weg. Hör mal, ich bin eindeutig nicht in meinem Element und psychisch nicht dazu in der Lage. Könntest bitte du mit ihr reden? Was mir bei ihr jetzt aufgefallen ist, wegen den Polygonen. Okay, jetzt sieht man das nicht mehr so gut. Nee, aber vorhin. Dass das so eine Mischung aus Quads und Trice ist. Also aus viereckigen Polygonen und dreieckigen Polygonen. Das war sehr viele. Warum hört Sarah nicht auf mich? Sie macht sich Sorgen um deine Sicherheit. Sie fühlt sich verantwortlich für deine Situation. Mom hat mir tausendmal gesagt, es wäre nicht Sarahs Schuld, dass wir, nun, ich hier festsitze. Das heißt aber nicht, dass ich das einzige Zuhause verlassen sollte, das ich kenne. Du bist hier nicht auf Dauer sicher. Wir wollen für dich noch ein noch besseres Zuhause finden. Wenn du allein hier bleibst, kannst du nie eine neue Familie gründen. Stimmt, wir sollten deine Entscheidung respektieren. Meinst du da wirklich, das ist der beste Ort für den Rest deines Lebens? Mama und Papa meinten, es gibt da draußen ein ganzes Universum mit tausenden von Planeten. Sie haben mir die Sternkarten gezeigt. Das klingt schon cool, aber irgendwie auch beängstigend. Es wäre schwierig, das einzige Zuhause zu verlassen, das ich kenne. Wenn du allein hier bleibst, kannst du nie eine neue Familie. Wir wollen für dich ein noch besseres Zuhause finden, versuch mal. Naja. Ich habe immer davon geträumt, irgendwo vor den Monstern sicher zu sein. Aber Mama und Papa zurückzulassen, ist ziemlich schwer. Obwohl sie tot sind, will ich sie nicht aufgeben. Deine Eltern würden wollen, dass du ein gutes Leben hast. Würden deine Eltern nicht wollen, dass du in Sicherheit bist? Selbst in der Ferne wirst du sie stets im Herzen tragen. Boah, das. Wenn du alt genug bist, kannst du zurückkommen und sie besuchen. Wird das jemand Wahrscheinlich machen? schon. Sie haben mir immer versprochen, dass ich eines Tages hier weggehe. Tut mir leid, dass ich gebrüllt habe. Du und Sarah, ihr wollt ja nur helfen. Ich hol meine Sachen und dann steige ich in dein Schiff. Keine Sorge, ich stehe auch nicht im Weg, bis wir, naja, wo auch immer sind. So, Sarah? Die Ärmste. Hoffentlich war die Entscheidung richtig. Sona kommt schon klar, versprochen. Das lastet nicht alles nur auf dir, Sarah. Es war meine Entscheidung, also ist es meine Schuld, wenn was schief läuft. Das lastet nicht alles nur auf dir, Sarah. Ich weiß. Trotzdem gibt es noch Grund zur Sorge. Wir reißen Sona aus ihrem Zuhause und werfen sie zurück in die Gesellschaft. Es wird schwierig für sie, sich an die Veränderungen anzupassen. Wo sie auch landet, versprich mir nur, dass wir ab und zu nach ihr sehen. Bitte. Ich denke darüber nach. Sie muss ihr eigenes Leben führen. Wir sind nicht ihre Eltern. Komm, versprochen. Danke. Bevor wir Cassiopeia verlassen, wollte ich dir noch etwas sagen. Vielleicht an dem Aussichtspunkt, an dem wir vorbeigekommen sind? Es geht auch schnell, versprochen. Komm. Ich Okay. packe alles zusammen, dann reden wir später. Ja, okay. Was will Sarah mir jetzt sagen? Das ist auf jeden Fall eine Story, die finde ich jetzt. Finde ich jetzt gerade sehr interessant, sagen wir so. Wo ich, wenn ich selber in der Situation wäre, keine Ahnung hätte, was ich dann da sagen oder machen würde.
glaube, hier, wir müssen schon hier rum. Ja, okay, das ist der Weg. Was, Sarah folgt mir nicht mehr, was? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Sarah? Die läuft jetzt erstmal langsam, okay. Wo bleibt sie jetzt? Da. Ne, jetzt ernsthaft, was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung. Sprich mit Sarah. Pass auf, bevor wir zum Schiff gehen, wollte ich dir noch sagen, was für ein großes Geschenk das war. Du musstest mir einen Stups geben. Und wenn ich nicht auf dich gehört hätte, hätte das Universum wohl nie von diesem kleinen Mädchen erfahren. Ich konnte dich nicht leiden sehen. Für dich würde ich alles tun, Sarah. Komm. Und ich will mich erkenntlich zeigen, auch wenn es bis an mein Lebensende dauert. Das ist das zweite Mal, dass ich auf dieser Welt bin. Und bis jetzt habe ich noch nie darüber nachgedacht, wie umwerfend sie ist. Schau dir das an. Deswegen erkunde ich hier draußen die Sterne. Welten über Welten warten darauf, dass man ihre Schönheit entdeckt. Diese Last meiner Vergangenheit abzulegen hat mir ermöglicht, die Augen zu öffnen. Und zwar weiter als je zuvor. Und das alles deinetwegen. Es ist fast so, als wärst du ein neuer Mensch. Falls du willst, dass ich rot werde, das klappt nicht. Ich hoffe, in dieser Aussage steckt noch mehr als nur einfache Dankbarkeit. Vielleicht. Ich schätze, wir müssen beide ein bisschen darüber nachdenken. Also, es wird wohl Zeit, Cassiopeia wieder Ade zu sagen. Diesmal aber unter wesentlich glücklicheren Umständen. Fliegen wir zurück nach Jamison. Ich will Admiral Logan deine gesammelten Genmarken geben und dann schauen, was wir mit Sauna machen. Okay, Sarah folgt mir jetzt wieder. Ist Sona jetzt auf Schiff oder wie? Okay, das war aber auch schon ein großer Weg, den wir hier Gewicht heben. Okay, haben wir auch schon wieder. Voll. Ich glaube, das wäre der sinnvollere Weg, wenn wir hier einfach den Straßen hier folgen. Manche der Tiere finde ich echt süß. Auch wenn die eigentlich, also vom Verhalten her süß. So, wo ist Sarah? Da ist sie. Jetzt bin ich neugierig, ob Sona jetzt auf dem Schiff ist. Bitte lass hier jetzt keine Sternblüter sein. Okay, hier sind keine. So, einsteigen. Mal gucken, ob sie da ist. Ich will es jetzt wissen, ob die da ist. Ein Signal, fliegen wir los. So, Sona? Sona? Irgendjemand hat sich meine Chunks-Packung genommen. Gegönnt. Unglaublich. So, hier unten vielleicht? Oder hier?
Irgendwo müssen die doch sein, oder nicht? Wo ist eigentlich der Rest der Crew? Unten vermutlich, ja? Hier ist Barrett. Sag, was du sagen musst, aber vergeude nicht meine Zeit. Was? Ist er angepisst oder wie? All diesem Druck standzuhalten, war sicher verdammt schwer. Wer als Anführer andere beschützt, hat keine Verantwortung, sondern genießt ein Privileg. Ich bin stolz, unter dir zu dienen. Danke für deine Offenheit, Barrett, aber es musste getan werden. Die United Colonies haben meine Hilfe nicht verdient, doch die Fleet war noch schlimmer. Es war reines Glück. Und wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe? Hättest du dich lieber auf einen Haufen lügender, mörderischer Diebe einlassen sollen? Selbstzweifel sind in Ordnung, aber hier sind sie unangebracht. Du hast richtig gehandelt. Danke für deine Offenheit, Barrett. Wie anständig. Man sollte dir eine Statue errichten oder dein Gesicht in einen Mond lasern. Ja, endlich! Sich so mit Delgado anzufreunden, war nicht leicht, sondern ein hohes Risiko. Aber endlich sag's mal einer. Hätte ich auf ihre Seite gezogen? Wer weiß, in was für einer Lage wir jetzt wären. So, Delgado war ein Schurk, ich bereue nichts. Es war schmutzig, sich sein Vertrauen zu erschleichen, aber es musste sein. Er war nur ein Werkzeug. Jemand, der schrecklicher ist, wird ihn ersetzen. Ich hoffe, du siehst jetzt nicht auf mich herab. Ich verstehe dich ja, aber du hast die Gelegenheit erkannt und sie ergriffen. Das war seine Schwäche, nicht deine. Selbst wenn sie sich neu organisieren, werden sie geschwächt sein. Dank dir. Hm. Sie werden noch verzweifelter und gefährlicher sein. Allein hätte ich es nicht geschafft. Niemand ist wirklich allein. Wir alle haben Hilfe. Doch du allein hast die nötigen Entscheidungen getroffen. Okay. So, Hey, ich muss mit dir reden. Also hör auf, mir aus dem Weg zu gehen. Sag Hermine ab. Was jetzt? Was ist los mit dir? Warum benimmst du dich so? Was? Bitte sag mir, was los ist? Du weißt ernsthaft nicht, warum ich wütend bin? Nein. Unfassbar. Ich arbeite mit dir, weil ich dir vertraue. Und du hast dieses Vertrauen verletzt. Was? Ich wollte dich nicht wütend machen. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem, Freundchen. Hör auf, mich anzuschreien und sag mir, warum du wütend bist. Okay, gut. Ich schreie wirklich. Stimmt. Aber es ist echt ernst. Ich mach keinen Spaß. Was habe ich gemacht? Entweder war das ein schlimmer Ausrutscher, oder ich habe mich ganz gewaltig in dir getäuscht. Wenn du die Sache absolut inakzeptabel findest, dann solltest du lieber gehen, Barrett. Bist du etwa wütend genug, um mich zu verlassen? Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich versuche mal, ihn zu überzeugen. Ich höre dir zu. Aber ich akzeptiere keine faulen Ausreden. Ich arbeite an meinem Verhalten, Barrett. Ich bessere mich. Ich will daran glauben, dass du ein besserer Mensch sein kannst. Schön, dass du es versuchst. Ich war nicht bei Verstand, Barrett. Ich habe im Moment echt viel Stress. Ich versuche das hier mal. Ich weiß, dass du gerade viel um die Ohren hast. Das verstehe ich. Ich weiß aber nicht, worum es geht. Na gut. Ich kann daran glauben, dass wir das verarbeiten können. Bitte, lern daraus, ja? Wir müssen ein Universum erkunden. Und das würde ich gerne mit dir gemeinsam. Aber wenn das wieder passiert... Was? Was wieder passiert? Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was passiert ist. Klär mich auf. Und wo ist das Kind? Ich hätte gerne eine Erklärung, was ich falsch gemacht habe. Was passiert ist. Wo ist der Rest der Crew?
Jetzt ernsthaft? Sie ist hier, aber... Warte mal. Crew? Sam Coe, nicht zugewiesen. Argonian Maid. Ihn hatte ich doch hier gehabt. Vasco? Pack ich auch mal hier hin, aufs Schiff. Okay, maximale Anzahl ist... Okay. So, dann sind wir wieder hier. Aber ich weiß jetzt nicht, was, was passiert ist, dass, Dingens hier sauer auf uns ist. Kein Schimmer. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht haben soll, weil keine Erklärung. Und da draußen dunkel. Ich hätte da wirklich gerne eine Erklärung für bekommen. Bereit zum Start in 3, 2, 1, los! Bleiben oder springen? Was sagst du? Warte, was ist denn da? Großmutterchen! Komm, ich lass die mal. Da. Da muss ich hin. Kann ich nicht hier hinspringen oder wie jetzt? Sprung. Ja, scannt ruhig. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. So, okay. Karte. Hier ist ja gerade Nacht. Dann landen wir einfach mal. Du kannst Ausgabe links verwenden, um Ressourcen von Extraktoren und Bildern in Lagercontainer zu bewegen. Ah. Na, aber echt, ich hätte da gerne eine Erklärung gehabt oder so. Hey, können wir auf die Chunks diesmal verzichten? Mein Magen dankt. Das bitte einmal weg. Hä? Welche Quest sind das jetzt? Sprich mit Sam Coe. Ach, man kann jetzt mehrere Quests aktiv haben, oder wie? Okay. Aber dann würde ich hier in der nächsten Folge weitermachen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.